Ein äußerer Eindruck führt zu einer inneren Resonanz. Und aus dieser inneren Resonanz entstehen beispielsweise Handlungen, Gedanken, Bewertungen und Gefühle. Viele Gefühle sind konkret und auf etwas Bestimmtes ausgerichtet. Wir haben beispielsweise Angst vor etwas Bestimmtem, vor einer gefühlten oder einer tatsächlichen Bedrohung. Wir haben Wut auf etwas Konkretes oder jemanden. Und wir freuen uns über etwas Bestimmtes. Manche Zustände sind aber auch ungerichtet und überdauernd. Wir können ängstliche Persönlichkeitsanteile in uns haben, die ein bestimmtes, generalisiertes, ängstliches Verhalten bedingen. Wir können aber auch zufrieden sein oder glücklich. Dürfen wir in Friedenszeiten glücklich sein? Und dürfen wir in Krisenzeiten überhaupt zufrieden sein? Oder sogar glücklich? Ist es dann nicht völlig fehl am Platz? Und warum ist Glücklichsein so schwer? Lass uns diese Fragen in diesem neuen Meditationsimpuls gemeinsam finden und ergründen. Und so möchte ich dich heute einladen, es dir besonders gemütlich zu machen. Vielleicht nimmst du deine Lieblingsdecke und kuschelst dich in sie hinein. Oder du legst dich auf deine Lieblingscouch und machst es dir so richtig gemütlich. Oder reikelst dich in deinen Lieblingssessel. Und vielleicht ist es ja auch einfach die gewohnte Meditationshaltung, mit der du jetzt zufrieden bist. Bereite dich also so auf diese Meditation vor, als wäre sie ein ganz besonderes und ganz freudiges Ereignis. Und dann schließe liebevoll und sanft deine Augen. Und genieße es einfach, jetzt einmal wirklich Zeit für dich haben zu dürfen. Das ist ein ganz besonderer und das ist dein besonderer Moment. Du musst jetzt auch gar nichts Außergewöhnliches tun. Es gibt keine bestimmten Erwartungen oder Ansprüche an dich, keine besonderen Anforderungen. Du musst keine bestimmte Rolle annehmen. Du kannst einfach so sein, wie du jetzt bist. Du darfst sein, wie du bist. Dein Körper ist präsent. Dein Geist ist wach und klar. Jedes selige Einatmen schenkt ihm mehr Frische und mehr Klarheit. Und jedes genüssliche Ausatmung schenkt ihm eine tiefe, friedvolle Ruhe. Es atmet dich. Es atmet ein und es atmet aus. Und du erfährst das Wunder des Lebens. Denn die Atmung begleitet dich dein ganzes Leben lang, seit dem ersten Atemzug, unmittelbar nach deiner Geburt. Du lebst, weil du atmest. Und du atmest, weil du lebst. Es atmet ganz natürlich ein und ganz natürlich aus. So atmest du deinen Geist in das Hier und Jetzt. Alles Vergangene ist geschehen.
Und das liegt hinter dir. Alles Zukünftige wird noch geschehen werden. Und es liegt vor dir. Mit jeder Ausatmung lässt du das Vergangene hinter dir. Mit jeder Einatmung öffnest du dich der Zukunft und dem, was vor dir liegt. Es atmet dich hier und jetzt, in jedem neuen Moment. Und so verschwinden für diesen Moment die Grenzen von Raum und Zeit. Alles ist miteinander verbunden und es wird eins. Es wird eine Einheit. Es atmet uns ganz und gar in das Sein. Zeit spielt keine Rolle. Wir sind befreit von den Dingen, die hinter uns liegen, die vergangen und die geschehen sind. Und wir sind frei von dem, was noch vor uns liegt. Es ist ein wundervoller Moment des Jetztseins. Die Zufriedenheit und das Glück sind genau hier. Jetzt, in diesem gegenwärtigen Moment zwischen dem Vergangenen und dem Zukünftigen. Genau jetzt. Wenn wir zufrieden sind oder gar glücklich, dann verschwinden die Grenzen von Raum und Zeit. Wir tauchen in einen Zustand ein, der größer ist als wir selbst und den wir nicht begreifen oder analysieren müssen. Wir können uns einfach darauf einlassen. Aber wir können es nicht selbst machen oder herstellen. Es entsteht in uns selbst. Ganz von selbst. Ein erhabenes Gefühl von Leere und Fülle und das im gleichen Moment.
und voll, so wie die Atmung. Leere und Fülle zugleich. Leere und Fülle. Du dich nun darauf vorbereitest, diese Meditation zu beenden, dann versuche ganz bewusst diesen Zustand in dir zu bewahren. Nimm ihn mit, auch wenn du deiner Atmung wieder bewusst wirst. So wie sie jetzt fließt und dich dabei ganz beseelt atmet. So wirst du dir auch wieder deines eigenen Körpers bewusst, seiner Struktur, seinen Ausmaßen und seinen Grenzen. So kannst du dir ganz freudige kleine Bewegungsimpulse schenken. Ein glückliches Räkeln und Strecken. Und ein ganz zufriedenes Durchatmen. Und dann öffne ganz sanft und liebevoll wieder deine Augen, um den Raum um dich herum wieder neu zu sehen. Viele Menschen denken, dass Meditation etwas ganz Besonderes oder gar Hochkomplexes ist. Und sie trauen sich deswegen nicht daran, dass sie sich dem öffnen, da sie sich nicht dazu bereit fühlen. Oder sie suchen Meditieren als ein Werkzeug, das man einfach so mal einsetzt, um bestimmte Symptome zu bearbeiten. Vielleicht hast du ja in diesen verschiedenen Meditationsimpulsen die Erfahrung gemacht, dass Meditieren eigentlich recht einfach ist. Es braucht keinen besonderen Ort, es braucht keine besondere Situation oder Hilfsmittel, es braucht nicht mal eine hochkomplexe Technik und schon gar nicht die perfekte Gelegenheit, die es sowieso nie gibt. Es braucht einfach nur das Interesse und die Lust daran, in eine innere Verbindung zu dir selbst einzutauchen. Und diese innere Verbundenheit und das wertfreie Beobachten dessen, was in dir ist, das schafft einen besonderen Kontakt zu dir selbst und deiner inneren Welt. Zu meditieren kann eine Möglichkeit sein, einen Weg zu einem ausgeglicheneren Leben zu beschreiten und eine innere Balance zu erlangen und damit auch mehr innere Freiheit. Doch es bleibt immer ein Weg. Und manchmal kommen wir ein paar Schritte voran und manchmal geht gar nichts. Das ist alles normal und natürlich. Das tiefe Geheimnis der Meditation ist jedoch, sich ihr zu öffnen und bereit zu sein, etwas zuzulassen und geschehen zu lassen. Und manchmal geschieht dabei etwas ganz Unerwartetes und Neues. Und es gibt eine Erkenntnis und manchmal eben auch nicht. Auf jeden Fall ist es eine wertvolle Unterstützung auf dem Weg zu dir selbst, um darin die innere und äußere Welt zu erfahren
und dir und der äußeren Welt auf eine neue Art und Weise zu begegnen und die Gelassenheit zu finden, die Dinge anzunehmen, wie sie nun mal sind. Die Welt ist so, wie sie ist. Wir sind so, wie wir sind. Und wir dürfen so sein, wie wir sind. Wir dürfen sein, wie wir sind, ohne anders sein zu müssen. Wir dürfen sein, wie wir sind, ohne anders sein zu müssen. Loka Samastaha Sukhino Bhavantu. Mögen alle Wesen glücklich sein. Dieses uralte Mantra aus der Rigveda mag uns daran erinnern, dass wir alle miteinander verbunden sind und Glück erfahren, wenn wir unser Herz öffnen. Mögen alle Wesen glücklich sein. Loka Samastaha Sukhino Bhavantu.